Der Mark A. Whippet war der erfolgreichste britische Panzer des Ersten Weltkriegs. Er wurde als Ergänzung zu den schweren Panzern gebaut, da er eine größere Mobilität und Geschwindigkeit bot. Der erste Prototyp hatte einen rotierenden Turm aus einem Austin-gepanzerten Auto, der erste, der in einem britischen Panzer verwendet wurde. Da der ursprüngliche Turm des Little Willy repariert war, befand sich der Kraftstofftank in der Front. Die Bewaffnung bestand aus vier 7,70 mm Hotchkiss MK1 Maschinengewehren, die alle vier Seiten des Turms bedeckten. Es hatte ein Gewicht von 14 Tonnen, eine Länge von 6,10 Metern, eine Breite von 2,62 Metern und eine Höhe von 2,75 Metern bei einer Besatzung von 3 Personen. Mit einem 4-Gang-Getriebe und Rückwärtsgang erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 13 km pro Stunde. Für weitere Videos zur Geschichte besuchen Sie meinen Kanal. Nächstes Video, der französische Panzerschneider CA1.